So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Compact World. Letztes Mal haben wir ein bisschen über Corona geredet, beziehungsweise ich habe euch einfach erzählt, warum ihr zu Hause bleiben solltet. Das war vor 20 Minuten, dass ich das aufgenommen habe. Ich habe es jetzt also gleich hochgeladen, wie ich es gesagt habe. Deswegen bin ich jetzt auch etwas entspannter, denn das Video für heute ist oben. Hat leider länger gedauert, als es sollte, da ich am Ende einfach ganz oft nochmal gestorben bin, obwohl ich das Level hätte schon schaffen können. So, jetzt sind wir bei Aqueous Solutions. Ich bin gespannt, irgendwann muss ein Level kommen, das heißt Ferocious Beasts oder so. Und da hat mich schon jemand in den Kommentaren gefragt, wie ich das gemacht habe, aber ich war da noch nicht, deswegen keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe es noch nicht gemacht. So, oh nein, muss ich hier... Oh boy, ist das... Oh nee. Uff, ich hoffe, das ist nicht lang. Oh boy, das wird... Das wird... Und das ist ein Level, was wir zweimal spielen müssen. Weil... Geil. Weil... Dings... gibt ein Secret Egg. Gibt einen Secret Egg. Oh, geh weg! Okay, mit dem warten wir. Es gibt einen Secret Exit. Aber vielleicht ist der hier am Anfang. Warum ist da ein Koopa? Der Koopa hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung großartig. Der hat eigentlich auch keine Bedeutung. Ja, der hat so keine Bedeutung, dass ich direkt an ihm verrecke. Genauso keine Bedeutung hat er. Aber du kannst eigentlich einfach springen und interessierst mich überhaupt nicht. Ja, tschüss, ne? So, also bisher war es eigentlich jetzt auch nicht wild. Es sah wild aus, aber es war, ja, aber es war nicht wild. Ich stelle mich neu an. Das ist alles. Wow. Da oben wollte ich jetzt eigentlich nicht stehen. Aber gut, in dem Level lernen wir mal wieder ein bisschen Spin-Jumpen. Ist ja auch ganz schön. Haben wir lange nicht mehr gemacht. So ein Spin-Jump. So, dann hier rüber. Und jetzt nehmen wir den Pilz mal mit zur Abwechslung. Dann ist nämlich die ganze Geschichte hier auch schon. Muss ich das jetzt kommentieren? So, aber jetzt kann ich nämlich hier durch und dann interessiert mich... Oh, wenn ich im Wasser lande... Habe ich nicht dran gedacht. Na klar, wenn ich im Wasser lande, komme ich aus dem Spin-Jump raus. Dann kann ich das ganz anders machen. Dann mache ich die Stelle ganz anders. Habe ich jetzt nicht bedacht. Klar, wenn ich im Wasser lande, komme ich aus dem Spin-Jump raus. Das ergibt Sinn. Das war knapp. Aber passt alles. Mach mal hier einen Fisch vor. Und dann passt die Geschichte hier auch. Dann kann ich jetzt wirklich mit das in Ruhe mit dem Fisch durch den Kopf gehen lassen. Mach hier den Spin-Jump. Und dann geht's einfach nach oben. Dann geht's einfach nur nach oben hoch. Das haut hin. Das haut hin. Das ist eigentlich noch nicht das Problem jetzt. Das ist eigentlich noch nicht das Problem. So, damit uns nicht langweilig wird, sammle ich jetzt mal in Zukunft hier die Yoshi-Coins mit ein. Die sind nämlich ziemlich gut auf dem Weg, also die kann man hier auch mal mitnehmen. Vielleicht braucht man sie ja sogar für den Secret Exit. Das wäre ja eine Möglichkeit, hier den Secret Exit reinzupacken. Ja. Deswegen sind die vielleicht auch jetzt nicht ganz so fies, sondern sind mehr oder weniger auf dem Weg als kleine Extra-Challenge. Könnte ich mir vorstellen, dass man die hier mitnehmen muss für den Secret Exit oder sowas. So, jetzt warte ich aber wieder. Und jetzt kann man nämlich hier problemlos einmal durch. Darum geht es bestimmt rein. Okay, dann ist das vielleicht das Secret Exit. Ah, direkt, er kommt direkt, ich muss nichts mehr machen. Nice. Okay, das ist ein guter Secret Exit. Das ist mal ein guter Secret Exit. Der ist einfach mittendrin, eine kleine extra Röhre, passt die Geschichte. Gut, machen wir erstmal das Level hier weiter, bevor wir uns in das Lean in Green Level reinstürzen. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir schon einen Erfolg in dem Part verbuchen können. Dann brauche ich die Yoshi-Coins doch nicht sammeln. Passt. Perfekt. Warum gehe ich jetzt auf den letzten Fisch? Ich weiß es nicht. Oh, das war knapp.
So. Vielleicht schaffen wir es jetzt sogar, den Pilz zu behalten. Das wäre ein guter Vorsprung. Ich habe einen Fisch verloren. Da ist ein Fisch weg. Ich habe nur noch 3. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Ich hoffe, die werden nicht irgendwann alle gebraucht. Weil jetzt ist mir einer offgescreent. Das ist... Oh, jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Ja. Aber das ist... Da muss ich aufpassen. Das ist gar nicht so gut, dass ich einen Fisch verlieren kann. Die müssen schön alle im Bild bleiben. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Dass mir die Fische verschwinden können. War ich jetzt so viel zu schnell nach vorne geprescht oder was war los? Ja, wahrscheinlich hier, ne? Hier bin ich ein Stück. Ah, Mist, dafür ist jetzt hier mein Pilz weg. Jetzt habe ich zwar wieder 4 Fische, aber der Pilz ist weg. Ja, und dann kommt er hier an. Ich muss vorscrollen, aber wenn ich vorscrolle, darf ich gleichzeitig nicht die Fische verlieren. Okay, müssen wir mal testen. Dass ich den Chuck irgendwie schon rein scrolle. Dass er eher losspringt. Aber eben... Machen wir das denn am blödsten? Nein! Aber wenn ich jetzt scrolle, sind die Fische weg. Er kommt zwar an... Nein, ich hab sie alle noch! Da ist er sogar wieder gewesen. So, jetzt muss ich schneller hier oben auf den Block drauf. Dass ich hier genug Zeit habe. Okay, perfekt. Jetzt einfach mal auf dem Fisch entlang. Ich dachte gerade, ich sterbe an dem. Ich darf aber nicht zu langsam sein. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ah, jetzt kommt der Fette noch. Den habe ich ja gefressen. Da würde ich gerne den Pilz noch haben bei dem Fetten. Ah, nee. Der muss jetzt noch kommen. Weil der wird kritisch. Der ist so zielsuchend, ne? Der geht immer auf einen los. Der wird kritisch. Ich hoffe, die Stelle ist nicht allzu lang mit dem. Der wird kritisch. Da hätte ich wieder fast Quatsch gemacht. So. Jetzt also Pilz behalten ist die Devise. Pilz haben wir behalten. Problem ist jetzt wieder, ja, dass ich kompletten Quatsch mache. Okay. Also wir haben hinten ein Problem. Dieses Problem heißt dicker, fetter Fisch. Vielleicht ist die Stelle auch so kurz, dass es jetzt mit einem kleinen Mario funktionieren würde. Haben wir noch nicht festgestellt. Ne? Wir haben jetzt einfach nur den Fisch gesehen. Okay. Mach dich weg und dann passt die Geschichte. Wir haben den Pilz behalten. Wieder zurückscrollen, dass alles wieder normal wird. Perfekt. Jetzt sollte ich es bis zu dem Fisch als großer Mario schaffen eigentlich. Wenn ich jetzt nicht hier irgendwie in einen von den Koopas reinrenne. Da hatte ich auch genug Zeit, um rüberzukommen. Passt. Und du kannst mal einen Abflug machen. Und wenn ich den jetzt nämlich langsam steuere, dann kann der mir gar nicht... Okay, die Stelle war wirklich super einfach mit dem Fisch. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Sehr schön. 10 Minuten, 2 Exits, das kann sich doch sehen lassen. Puh. Das ist doch schon eher, was ich möchte. Smashy Stronghold machen wir jetzt nicht, sondern wir erlösen erstmal den grünen Switch aus im Level Lean and Green. Okay, ich kriege am Anfang Power-Ups. Und zwar eine Feder.
Und die brauche ich auch. What the hell? Mach dich mal weg. Die Musik ist großartig. Ich hoffe, die ist bei euch auch laut genug, aber nicht zu laut, denn sie ist auch so schon recht laut. Oh boy. Oh boy. Oh, das wird... Oh, das wird ein unangenehmes Level. Wenn das jetzt schon so ein... Oh boy. Wenn das so schon losgeht. Weg mit euch, weg mit euch. Okay. Wir spielen also so, ja? Nein! Das wird sicherlich nicht gut. Ich brauche bestimmt die Feder noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier... Ja, ich meine, wo soll ich jetzt hin? Ja, da brauche ich die Feder. Okay, ich muss die Feder bis zum Ende behalten. Wenn das das Ende ist, weiß man ja noch nicht. Ei, ei. Ich wollte das mit dem Dreher machen. Puh. Die Stelle mit den Koopas war kritisch. Ich bin gespannt, wie ich die wieder hinkriege. Aber die ist ja gleich hier. Also, wenn ich mich da jetzt anstellen sollte, dann... Ja, dann sterbe ich ja eh sofort am Anfang. Das ist nicht so schlimm. Bei den Swamps müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Aber auch das sollte noch machbar sein. So, braucht ein bisschen Übung das Level. Ein bisschen Übung braucht das Level. Das ist leider so. Müssen wir jetzt durch. Ah, ich kann vorher runter. Ja, 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 so ist die Stelle viel einfacher. Okay. Okay, die Stelle ist nicht mehr so kritisch, wie sie davor erschienen ist. So, aber wie mache ich da... Oh! Da ist ein kleiner Block. Der ist mir noch nicht aufgefallen. Nein! Jetzt habe ich wieder Quatsch gemacht. Ja, kann ich mich im Prinzip umbringen, weil das ist jetzt... Ich kriege ja keine Feder mehr zurück oder so. Ich werde jetzt nur mal nach vorne scrollen, um zu gucken, ob das wirklich nur Schweben ist oder ob ich hier irgendwo noch was machen muss. Vielleicht kann ich es ja so sehen. Ja, da kommt, seht ihr das? Da kommt dann ein Block. Also einfach rüberschweben. Mehr kann man da nicht machen. Ich muss bis dahin die Feder behalten. Das ist das Ziel. Und dann werden wir sehen, was passiert. Zack. Ich muss sagen, der Heck gefällt mir echt gut bisher. Hat schöne, schöne Challenges. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht an die Wand stoße. Ich muss von raus sozusagen kommen. Sonst funktioniert das nicht. Ich muss da rauskommen. Ich muss, wenn der hochgeht, glaube ich. Ich glaube, ich sollte nicht... Ja, ich mache es andersrum. Ich mache es genau andersrum. Ich versuche es andersrum, als ich es bisher mache. Ich versuche rüber zu schweben. Anstatt dass ich rüber Spin schaffe, versuche ich mal rüber zu schweben. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das ist einfacher. Bin mir noch nicht sicher. Okay, dann nicht. Aber ich glaube, das ist einfacher. Gott, woher kommt eigentlich die Musik? Die hat schon wieder. Irgendwas Sonic-artiges. Aus irgendeinem Sonic? Irgendwie hat es was Sonic. Ich könnte es mir in einem Sonic-Level gut vorstellen. Ich weiß nicht, in welchem. Aber die hat so... Oh boy. Die hat so was, was mir sagt, hey... Sonic. Was mache ich jetzt gerade? Hilfe! Okay, okay, wir haben es gerettet. So, jetzt mache ich nämlich Folgendes. Wenn der hochgeht, und das ist aber auch ganz schön knapp, ne? Aber dann gehe ich los, und wenn der gerade auch hochgeht, und dann gehe ich los, und wenn der gerade auch hochgeht, dann gehe ich hier los. Okay, und jetzt können wir rüberschweben und gucken, was kommt. Das Ziel. Oh, es war das. Das war alles. Nice. 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 Drei Level schon geschafft. Also nicht drei Level, aber drei Exits schon geschafft.
Sehr schön, so kann es weitergehen. Smashy Stronghold. Das wird jetzt mit Stampfern sein. Ah, ein Schloss mit Stampfern. Wait, ich kann da nicht drauf. Ach so. Oh boy. Oh boy. Das ist ein netter Anfang, den ich immer wieder spielen möchte. Okay. Ja, das sind die Smasher auch schon. Okay. Mittlerweile haben wir die grünen Blöcke, glücklicherweise. Wobei ich da eh nicht stehen könnte. Okay, da drüben kann ich hin. Da kriege ich jetzt eine Feder. Sehr nice. Ich warte einfach auf die Feder. Alles klar, ich warte einfach auf die Feder. Okay, hier ist einer. So, ich muss halt gucken, ob irgendwo plötzlich was runterkommt. Aber soweit sieht das alles akzeptabel aus hier. Soweit läuft das Level doch. Lass mich in Ruhe! Schade. Schade, schade. Wie komme ich jetzt? Oh, über das Ding. Okay. Ja, jetzt kommt es nämlich. Jetzt wird es nämlich ganz schnell hochgezogen und dann muss ich ganz schnell unten durch. Ich muss sofort, sobald ich die Lücke sehe, loslaufen. Oh boy. Okay, ich will gar nicht erst zu der Yoshi-Coin runter, sondern direkt rüber. Hier müsste ich stehen können. Knapp, aber ja. Jetzt warte ich mal, ich weiß nämlich nicht, was da drüben kommt. Okay, da kommt noch eine. Wir warten nochmal. Jetzt gehen wir los. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin kann. Hier kann ich hoffentlich stehen. Ja, hier kann ich stehen, da ist nichts passiert. Oh, ist voll gut, dass wir den ausgelöst haben. Deswegen habe ich nämlich zuerst den Block ausgelöst, weil der Hack ist nämlich tatsächlich so ein Hack, der dann auch es einem vereinfacht, wenn man die Blöcke auslöst, glücklicherweise. Was schönes. Das ist schönes Level-Design. So. Noch eine Feder. Okay, und jetzt muss ich schweben. Muss ich vielleicht sogar fliegen? Oder reicht schweben? Ach so. Kritisch? Scheiße. Wir waren so weit. Wir waren so weit. Ah, wir waren so weit. Puh. Okay, wir waren echt weit. Wir haben sehr viel von dem Level gesehen. Wir können jetzt auch sehr viel abschätzen. Zum Beispiel, dass ich hier in einem Stück durch kann. Am Ende ist wieder, heieiei, die ist wieder fies. Ja gut, das ist immer vorne auch getroffen worden, das ist völlig egal. So. Jetzt muss ich hier wieder ganz schnell sein. Und da drüben konnte ich einfach runterspringen. Das hat also auch funktioniert. Zack. Da kann ich eigentlich direkt hier rein. Jetzt war ich ein bisschen risikobereit. Ein bisschen zu risikobereit. Ich muss hier die Lücke. Und dann kann ich da durch. So nämlich. Ja, das war ein bisschen riskant, aber es hat funktioniert. So. Jetzt kommt der Teil. Jetzt muss ich hier wieder über den Block gehen. Über die... So.
Jetzt aufpassen. Das ist jetzt wirklich timing-technisch ziemlich kritisch. Ja. Ich kann halt nicht, das ist halt das Problem. Selbst wenn ich einmal getroffen werde, ich komme an die Feder nicht mehr ran. Ich darf nicht getroffen werden. Ah, oh, diese Stelle. Das ist die kritischste Stelle bisher im Level. Alles andere geht klar. Also eigentlich ist es die Stelle im Level. Es ist genau die Stelle. Nicht die kritischste, es ist einfach diese eine Stelle. Diese Stelle, die es immer gibt. Diese eine Stelle eben. So. Okay, jetzt kann ich durch. Easy. Puh. Warten wir mal. Dann kann man mal die Feder behalten. Muss ja nicht jedes Mal super knapp werden hier. Nützt mir aber wie gesagt nichts. Ich kann auch hier wieder den Anfang nicht besser spielen, um dann nachher einen Vorteil davon zu haben. Denn ich habe am Ende zwei Federn und sie nützen mir nichts. Sobald ich eine verliere, ist vorbei. Weil ich an der Stelle einfach nicht durchkomme. Und hier kann ich eigentlich auch sogar direkt durch. Das ist timing-technisch in Ordnung. Gar kein Problem. Aber das hier wäre ganz schön krass ohne die grünen Blöcke. Gut, dass wir die haben. Aber dafür kann man den ja auch vorher auslösen. Und die Hardcore-Version müssen wir hier nicht spielen ohne grüne Blöcke. Aber wie gesagt, hier, diese eine Feder ist im Prinzip alles, was man braucht. Man könnte im Wissen, dass man getroffen wird, vielleicht vorher noch die Feder aus dem Block da oben rauslassen, aber halt nichts. Es ist wirklich kritisch. Weil der halt sofort nachkommt. Das ist das, was ich meine. Und ich komme nicht mehr an die Fähigkeit. Ich komme nicht mehr ran. Wie habe ich das denn vorhin so lange geschafft? Ich bin ja recht weit gekommen vorhin. Wie habe ich das geschafft? Jetzt kriege ich das Timing nicht mehr hin. Jetzt kriege ich das Timing nicht mehr hin. Aber wenn wir jetzt noch länger da rumwurschteln an dem Timing, dann ist das eher was für den nächsten Part. Ich möchte jetzt nicht den Part hier noch mit. Der Part ist bisher nämlich relativ erfolgreich gewesen. Ich glaube, wir waren relativ kurz in jedem einzelnen Level drin. Das heißt, man hat immer wieder was gesehen. Müsste immer wieder auch entsprechend spannend gewesen sein. Und jetzt haben wir also wieder diesen Abschnitt erreicht, wo sich halt eine Sache immer wieder wiederholt. Weil ich halt sehr, sehr oft an einer gleichen Stelle sterbe. Das wäre dann eigentlich was, wo ich sage, das nehmen wir erstmal in den nächsten Part rein. Je nachdem, wie lang das Schloss noch ist. Sehen wir das ja dann noch öfter. Ja, jetzt bin ich unkonzentriert. Wir machen das im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.